Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hafen TV, diesmal aus dem Bezirk Mitte. Ja, es ist richtig, ich bin hier im Bezirk Mitte. Natürlich ist es der wohl entlegenste Außenposten der Freien und Hansestadt Hamburg, der zum Bezirk Mitte gehört. Und das ist die Insel Neuwerk. Ich möchte Ihnen dieses Eiland ein bisschen vorstellen. Sie liegt 120 Kilometer vor Hamburg in der Elbmündung selbstverständlich. Und hier passiert derzeit richtig Großes, denn hier wird unter anderem Geschichte geschrieben. Neuwerk, die Insel, auf der selbst Pferde Urlaub machen. Zunächst die nackten Zahlen. 300 Hektar ist Neuwerk groß, das ist in etwa das Doppelte der Hamburger Hafen City. 40 Bewohner stehen rund 30.000 pfeifenden Austernfischern und hunderten knipsender Touristen gegenüber. Wie kommt man hin? Variante 1, laufen. Ein Dutzend Kilometer bei Ebbe übers Watt soll gut für die Füße sein. Oder man nimmt einen der legendären Kutschenwagen. Oder man entscheidet sich für meine Variante und fährt rund 1,5 Stunden bequem mit dem Schiff von Cuxhaven aus nach Neuwerk. Noch nie zuvor war ich auf Hamburgs größter und Gesamtdeutschlands kleinster Insel. Von autofreier Gemütlichkeit soll das Eiland geprägt sein, doch bei unserer Ankunft geht reichlich Aktives am Anleger ab. Baumaterial und sogar Blumen werden zur Verschönerung der Insel angeliefert. Die Natur. Das wohl wertvollste Kapital Neuwerks. Das Gebiet ist geschützter Nationalpark. Autos sind bis auf wenige Ausnahmen verboten. Mit dem Fahrrad oder zu Fuß geht's aber auch gut voran. Schließlich ist die Insel derart übersichtlich, dass man eh in 5 Minuten an fast jedem Ort ist. Die wenigen Bewohner hier leben mit ihrer Umwelt im Einklang. Davon hat wohl auch das Federvieh gehört, das sich hier seit Jahrhunderten gern und viel niederlässt. Für Hobby-Ornithologen ein Paradies. Auf kaum einer anderen Nordseeinsel haben Vögel derart wenig Angst vor Menschen als auf Neuwerk, außer vielleicht auf Helgoland. Dass das so ist, ist unter anderem Verdienst dieses Mannes. Das ist Nationalpark-Ranger Thorsten Köster. Er betreut das Naturzentrum auf der Insel, macht hunderte Führungen im Jahr und kennt sich mit den gefiederten Einwohnern hier besser aus als Tarzan im Dschungel Afrikas. Was könnte ich denn hier erhaschen, was ich sonst nirgendwo oder vielleicht selten sehe? Was können Sie hier erhaschen? Sie können hier hin und wieder mal Gäste aus Schleswig-Holstein begrüßen. Das sind so Seeadler unter anderem. Das ist schon mal hier, zwar nicht häufig, aber es ist schon mal machbar. Dann Löffler zum Beispiel sind hier zu sehen. Die sind hier auch nicht relativ häufig. Jetzt wollen wir näher ran an die Gans. In bester Heinz-Sielmann-Manier, versteht sich. Das war schon ein Tick zu viel. Habe ich zu viel mich bewegt? Kaum 3 Schritte später. Die seltenen Gänse fliegen aufgeschreckt davon. Okay, was war jetzt unser Fehler? Unser Fehler war einfach, dass wir jetzt wahrscheinlich schon wieder 1 Meter zu weit gegangen sind. Aber man konnte gut sehen, die Fluchtdistanz ist hier schon sehr niedrig. Die Insel ist von der Nordsee umschlossen und den Naturgewalten das gesamte Jahr ausgesetzt. Diese Rinne hier zieht sich kreuz und quer übers Land und sorgt dafür, dass die Häuser jenseits des schützenden Deichs nicht absaufen. Das Wasser läuft hierher und wird dem Meer zurückgegeben. Jörg Fischer ist verantwortlich für Deich und Knick. Die Insel, die hat ein Zugrabensystem, was sich hier im Kern der Insel sammelt. Und durch diesen großen Schöpfwerksgraben wird das Wasser hier zum Schöpfwerk gefördert und mit Hilfe zweier Pumpen ins Außenvorland, egal, Tide unabhängig, gepumpt. Was würde denn passieren, wenn es so ein Schöpfwerk nicht geben würde? Das Wasser würde die Insel nicht verlassen können. Die ganzen Haushalte würden hier mit Füßen im Wasser stehen. Landunter. Landunter.
13 Männer der HPA haben hier im Bezirk Mitte ihren Arbeitsplatz. Deichpflege, aber auch Rasenmähen und Bäumestutzen zählen zu ihren Aufgaben. Mit ihrem Chef Jörg Fischer geht's jetzt endlich ins Watt. Schon wieder nicht zu Fuß, sondern auf einem wackeligen Trecker werden wir ins Naturschutzgebiet gebracht. Und hier geschieht tatsächlich Historisches. Wie eine Stichsäge durchs Holz schneidet diese Spezialmaschine einen 4 Meter tiefen und 30 cm breiten Graben in den Schlick. Über eine zweite Maschine, die an eine gigantische Gartenschlauchrolle erinnert, wird ein Plastikrohr ins Wattreich gelegt. Doch wozu die ganze Arbeit? Ganz einfach. Auf über 100 Kubikmeter Wasser täglich steigt der Trinkwasserverbrauch in den Sommermonaten auf Neuwerk an. Die Leitungen, die vom Festland kommen, sind im Laufe der Jahre marode geworden, also musste jetzt ein neues Wasserrohr her. Und diese Maschinen sollten diese Arbeit erledigen. Sollten? Richtig, denn kaum sind wir in ihrer Nähe, schon hakt es. Welcher ist der Fortlaufende? Natürlich, wenn das Fernsehen da ist, gibt es Probleme. Das kennen wir ja schon. Trotzdem, was war los? Ja, wir hatten ein kleines Problem beim Abspulen der Trommel, sodass sich da ein paar Ringe untereinander verschoben haben. Aber ja, ganz ohne Probleme läuft halt so eine Baustelle nicht ab. Aber trotzdem werden wir den Zeitplan einhalten können und ja, sehen der ganzen Sache sehr optimistisch entgegen. Das ist ja wirklich eine Arbeit, die so noch nicht gemacht wurde und die wahrscheinlich auch in den nächsten 100 Jahren so nicht mehr kommen wird. Also das ist eigentlich ein historischer Moment, wenn man so möchte. Wissen Sie das eigentlich? Ja, also in den nächsten Jahren wird sicherlich öfters bei Inseln Versorgungsleitungen kommen. Für Neuwerk wird sicherlich die nächsten Jahre nicht so oft so schnell wieder was wiederkommen. Dafür für Neuwerk ist sicherlich das hier erstmal eine einmalige Sache. Aber die nächsten Folgeobjekte und Projekte werden kommen, ja, ist ganz sicher. Wenn sie laufen, dann schaffen diese Maschinen satte 3 Kilometer pro Ebbe. Und bei Flut werden Motor und Elektrik einfach hochgeschraubt. Genial. Klar, dass bei so viel spektakulärer Technik auch Wattläufer angelockt werden. Wir haben gehört hier vom Wattführer her, dass das nach 4 Meter, glaube ich, noch unterm Wattboden verlegt wird und so weiter. Ich meine, das ist schon eine Meisterleistung, eine Ingenieursleistung hoch 80, muss ich sagen. Das ist unglaublich. Diese Unterwelt, ich nenne sie einfach mal so, die sieht man ja auch nicht alle Tage, weil hier im Naturschutzgebiet darf nicht gebaggert werden, darf nicht gebohrt werden in irgendeiner Art und Weise. Das ist jetzt eine Sonderaufgabe, wenn man so will. Wie lange ist es denn her, dass man sowas überhaupt zu Gesicht bekommen hat? Ja, das ist 40 Jahre her, also 67 ist die alte Wasserleitung hier in dem Bereich gepflügt worden. Damals bei Hochwasser mit einem Schiff, das wie auf dem Ackerbau einfach nur einen Flug hinter sich hergezogen hat, wo das Rohr dann auch bis 3-4 Meter eingebaut wurde. Aber nach meiner Kenntnis war das der letzte größere Eingriff hier in diesem Weltnaturerbe Wattenmeer. Also das ist der Sand, der lange keine Sonne mehr gesehen hat, wenn man so möchte. Sie waren selber ein bisschen überrascht, als die ersten Bohrungen stattgefunden haben, beziehungsweise die ersten Fräsarbeiten. Ja, wir haben gedacht, dass wir überall Wattsand finden. Wir sind jetzt 4 Meter tief im Boden. Wo wir am Festland auf Cuxhavener Seite angefangen haben zu fräsen, hatten wir einen starken Bohr- und Schwefelgeruch um die Nase rum und haben richtig festen Torf bei 4 Meter Tiefe herausgewühlt, wo wir selber nicht mit gerechnet haben. Man hat hier ein bisschen Zeitgeschichte. Wie gesagt, das ist Boden. Der ist vor mir entstanden und man hat ihn fest in der Hand. Dann gehe ich jetzt mal ein bisschen Bernstein suchen. Vielleicht finde ich ein Riesenstück. Wir machen einen Sprung zum Wasserwerk der Insel. Hier soll die Wattreise der Monstermaschinen ihr Ende finden. Die Anschlüsse liegen schon bereit. Und hier vor dem Pumpwerk liegt eines dieser Plastikrohre, die später einmal eine ganze Insel versorgen soll mit Wasser. Und man kann nebenher noch ein paar schöne Akustikspielchen betreiben. Leider erst nach Ende unserer Dreharbeiten war es dann soweit, die neue Leitung steht. Das Wasser für die Insulaner kann nun ungehindert und sauber fließen.
bestimmt sogar bis in das weithin sichtbare Wahrzeichen der Insel, den Leuchtturm. 7 Doppelzimmer und mindestens ein Schwalbennest beherbergt der mächtige Klinkerbau. Die Räume sind ganz im Stile hanseatischer Kaufleute gehalten. Beim Nest bin ich mir da nicht so sicher. Der Turm wurde 1310 fertiggestellt. Ihm zu Ehren wurde dieses Jahr sogar eine eigene Briefmarke herausgebracht, denn er gilt als das älteste Bauwerk Hamburgs. Neuwerk, die kleine Hamburger Perle in der Elbmündung. Wer horizontweite Ruhe möchte und sich nicht von tieffliegenden Möwen beeindrucken lässt, der sollte hierher kommen. Am besten gleich zu zweit, denn romantische Sonnenuntergänge wie diese, die gibt's eben nur hier.